die Arbeitsagentur in Düsseldorf. Hallo, mein Name ist Alexandra. Alexandra? Ich studiere seit einem Jahr und wollte mir heute mal kompetente Beratung bei Oliver Pocher holen, was ich später mit meinem Studium noch so machen kann. Hallo und willkommen bei JobXL. Ich bin Oliver Pocher. Oliver Pocher? Und heute mache ich euch schön den Berufsberater. Die Alexandra sucht mich, beziehungsweise hat mich schon gefunden. Ich brauche aber jemanden, der mich hier mal professionell ein bisschen beraten kann, weil ich so ganz kenne ich mich ja nicht aus. Sie hat nämlich Abitur. So, da kann ich nämlich schon mal gar nicht mitreden, aber ich werde sie beraten. Und deswegen suche ich jetzt den Tillmann. Und? Herr Tillmann. Ich habe schon längst mein 25-jähriges Dienstjubiläum hinter mir und will hier sozusagen zum beraterischen Urgestein. Und auch zum Inventar. Ja, dann würde ich sagen, dann beraten Sie uns doch mal, beziehungsweise die Alexandra. Station 1, die Computerterminals. Das Berufsinformationszentrum richtet sich ja nicht nur an Jugendliche, sondern auch an Menschen, in welchen Lebenslagen auch immer, die beruflich irgendwelche Fragen haben. Deswegen haben wir hier etliche. Bevor Oliver Pocher Alexandra beraten darf, muss er natürlich einiges lernen. Herr Tillmann gibt ihm eine ausführliche Einweisung in das Angebot der Arbeitsagentur. Soweit alles klar. Bis Olli lernen soll, wie man sich in der Jobbörse eine passende Stelle sucht. Wo steht denn, was es zu verdienen gibt? Kann man dann nicht so eine Suchmaske haben von bis, was es an Knatze überhaupt gibt? Ich gehe in die Jobbörse. So, Sie suchen. Ich gucke einfach mal, was es hier alles gibt. Arbeit. Führungskräfte. Das bin wohl ich. Wenn ich jetzt einfach suchen eingebe, kriege ich dann schon was? Ja, aber dann wahrscheinlich eine riesengroße Zahl, mit der man nichts anfangen kann. Da sollte man möglichst das inhaltlich untersucht, Begriffe ein bisschen. Was ist denn, wenn ich Medien sage? Ja, dann probieren wir das mal. Arbeitsort, soll ich Köln ruhig machen? Oder, Wir sind in Düsseldorf, das ist ganz schlecht. Medienberater. Leiter Hochschulbibliothek, das ist auch schön, da muss ich ja gar nichts machen. Können wir trotzdem noch mal ins Planete-Beruf-Universum gehen? Oder? Das sind nämlich meine Lieblingsfragen, weil da lernt man sich ja auch so näher kennen. Das ist für mich eher Single-Börse, als dass es hier um den Job geht. Oder wollen wir jetzt direkt knutschen? Du bist komplett am Durchdrehen, ich merke das schon. Station 2, die Infomappe. Herr Tillmann, sind das nicht die neuen BITS-Mappen? So ist es. Wir haben ja eben gerade am Terminal uns orientiert. Wir haben über Berufe-Universum eine Liste von Berufen uns ausgedruckt, die für uns grundsätzlich in Frage kommen. Die Liste alleine nützt uns ja jetzt nicht viel. Ich muss ja dann auch über diese Berufe etwas erfahren können. Und dafür gibt es hier diese Mappen. Da gibt es für jedes Berufsfeld eine Mappe und innerhalb dieser Mappen kann man sich dann weiter orientieren, kann sich die konkreten Berufe, die hinter den Feldern letztendlich auch hinterstehen, orientieren. Wer also meinetwegen Bananenbieger werden will, der würde sich die Mappe Landwirtschaft. Echt, wo ist denn Bananenbieger? Ja, die stehen sofort neben den Zitronenfalter. Ich habe hier so weit sind B. Bauer sucht Frau. TV-Show zum Mitmachen. Kann man eine Frau kennenlernen? Gut, Frauen vermitteln wir hier nicht. Aber wenn man würden Sie sich das wünschen, Herr Tillmann? Ich weiß es nicht. Also das Risiko einer Fehlvermittlung zu groß und ich werde dann nachher persönlich haftbar gemacht. Da weiß ich nicht, ob das so das Richtige ist. Aber man liest ja, dass der Herr Pocher bald in seinem familiären Umfeld einige Änderungen haben wird. Das ist richtig. Dann könnte man sich ja mal. Hat ja schon rumgesprochen, dass mein Vater rausfliegt. Hebammenentbindungspfleger wäre ja vielleicht ein Beruf, der jetzt vielleicht für Sie auch aktuell wird. Aber für mich auf jeden Fall sind auch Bilder drin. Hebamme gefällt mir auch sehr gut. Vielleicht werde ich Hebamme. Ja, warum nicht? Ja. Bei Männern nennt man das Entbindungshelfer. Entbindungshelfer. Ja, weil die männliche Form von Hebamme, Hebammerich oder so ähnlich passt. Hebammerich, ja. Aber das wird auch gar nicht so unlustig. Station 3, ab ins Ausland. So, wir folgen einfach mal dem Herrn Tillmann. Herr Tillmann hat nämlich noch einen Knaller hier parat. Hallo. Ja, jetzt untertreiben Sie mal nicht hier. Was haben Sie denn? Herr Tillmann? Also, bei so hochqualifizierten Leuten wie die Alexandra muss man natürlich auch dran denken, dass vielleicht da das Interesse besteht, auch mal für eine Zeit ins Ausland zu gehen. Wie wäre es mit Miami Beach? Nee, also ich wollte Australien eigentlich. Australien, gut. Ja, toll, jetzt auch noch Ansprüche. Australien. Ja, ich glaube, die haben da für Känguru-Babys bieten die sowas an. Dann viel Glück in Australien. Mhm. Entschuldigung, wenn dir Deutschland hier nichts mehr bieten kann, was sagt dein Freund dazu, wenn du nach Australien gehst? Ja, zeitlang wird er mitgehen und dann geht er wieder. Dann muss er arbeiten. Ach so, der kommt eine Zeit lang mit, aber dann sagst du auch schon direkt, komm, ich bleib hier, Abfahrt. Hier, Au-pair, USA, Australien, hier haben wir es doch direkt. Ja.
Was macht man als Au-pair genau? Da betreut man in der Regel die Kinder irgendwelcher reichen Familien und lernt nebenbei dabei besser die Sprache. So, und auch den Ehemann oft kennen. Gut, das liegt meistens mehr am Ehemann als an dem Au-pair-Mädchen. Ja. Haben Sie schon mal einen Auslandsaufenthalt gehabt? Ich war mehrmals schon im Ausland im Urlaub, aber sonst noch nicht. Ja, wo hat es Ihnen am besten gefallen? In Italien. Italien? Ja. Das heißt, da habe ich mir auch meine Frau hergeholt. Ach, hergeholt, sagen Sie das mittlerweile auch schon. Auch über so eine Broschürenanzeigengeschichte? Nee, so durch. Ach, so ganz klassisch. Ja, nicht nur zusammen, sondern auch verheiratet. Ja, umso besser. Ja, das heißt, da wird zumindest gekocht regelmäßig. Das ist aber, viermal am Tag gibt es da was. Ja, und das ist auch gut. Ja, das ist sehr gut sogar. Ja. Hätten Sie ein Restaurant auch aufmachen können? Ja, vielleicht im nächsten Leben. Ja. Ach so, steht schon fest. Das würde mich nicht wundern, wenn wir bald zusammenziehen, Herr Tillmann. Das wissen Sie aber auch schon. Ihre Frau kocht. Ich wohne bei Ihnen. Palim, palim. Yeah, Zac Efron. Wird Baustoffprüfer. Miley Cyrus, bist du geil. Queensberry, die haben noch gar keine Ausbildung. Station 4, das persönliche Gespräch. Also, ich könnte mir vorstellen, dass ich finde es perfekt. Also von meiner Seite hätte ich den Job. Im Witz könnt ihr natürlich auch das persönliche Gespräch mit einem Berufsberater suchen. Aber keine Sorge, so privat wie zwischen Olli und Herrn Tillmann wird es definitiv nicht. Ein langer Tag im Bitz geht zu Ende. Herr Tillmann hat sich bei mir beworben. Und Herr Tillmann, Sie sind mein Mann. Sie können hier im Bitz sofort anfangen. Haben Sie Bock drauf? Sie hätten mit Leuten zu tun. Sie könnten Ihre Show hier weitermachen. Sie könnten die neuen bunten Ordner zeigen. Nach Farben sortieren auch. Nach Farben sortieren auch, auf jeden Fall. Sie haben den Computer. Ja. Und wenn einem das Fernsehen, das Fernweh beschleicht, man kann da sich die Auslandsbroschüren ansehen, das ist ja so wie an der Südsee dann, wenn man sich die durchblättert, das ist schon ganz toll, ja. Von meiner Seite haben Sie den Job. Und was hätten Sie für mich? Gut, lieber Herr Pocher, dass Sie der geborene Medienmann sind, das wissen wir ja schon seit langem. Hm? Dass Sie das heute nochmal von mir so sagen. Ja, genauso jemand, wie Sie brauchen. Und dann sind Sie mein zweiter Mann, Herr Tillmann. Ja gut, also zweiter Mann weiß ich ja noch nicht. Vielleicht zu Beginn sollte die Erfahrung vielleicht zählen, dann drehen wir die Hierarchie mal um. Ja, aber gut, wir müssen ja auch ein bisschen nach Optik gehen. Wir müssen ja auch jemanden haben, der das nach außen repräsentieren kann. Das stimmt, Sie haben sich wohl, das muss ich sagen. Und ich frage mich immer, wer an der Reithangstelle nimmt wohl diese Krawatte? Bitte, das ist eine italienische Designerkrawatte. Oh, da möchte ich nicht sagen, die ist wohl von Ihrer Frau geschenkt. Entschuldigung, dass wir abschweifen, aber es ist ja auch mal ganz interessant zu wissen, wer ist der Mensch dahinter? Genau, die menschlichen Aspekte müssen ja auch eine Rolle spielen. Ja, komplett. Also die extrafunktionalen Kompetenzen müssen abgeklopft werden. Und das kann man nur, indem man diese Abschweifungen hier macht. Wir haben ein optimales Ziel erreicht. Wir haben uns gegenseitig Jobs verpasst. Verschafft und verpasst. Besser geht's ja nicht. Und wir haben uns selber auch erzählt, was wir für sensationelle Typen sind. Eben. Da haben wir auch recht gehabt. Eben. Scheiße höre ich hier gerade von der zukünftig frei werdenden Stelle einer Kamerafrau. Ja, Herr Tillmann, ich muss sagen, Sie sind ein sensationeller Typ. Wissen Sie aber auch. Das kann ich natürlich nur zurückgeben. Ja. Also, vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Der Herr Tillmann, Wahnsinnstyp.